Hallo, willkommen zu einer neuen Runde Meckerbellum. Ich habe heute schon zwei Runden gemacht, nur ganz kurz, noch um mich ein bisschen warm zu spielen, bevor ich hier richtige Videos mache. Liefen nicht gut. War aber auch irgendwie Top 10 Spieler oder sowas. Auf jeden Fall muss ich mich langsam mal wieder warm spielen am Wochenende. Also ich habe in den letzten 5 Tagen 4 Spiele gemacht. Normal mache ich an einem Tag 10 Spiele oder so, ja. Also von da muss ich erstmal wieder reinkommen in das Ding. War jetzt ein bisschen viel Baldur's Gate, aber ich kann jetzt wieder jeden Tag ein paar Stunden übrigen hierfür. Baldur's Gate macht noch wirklich Spaß, aber ich habe da jetzt 20 Stunden reingepfeffert oder so gefühlt. Fast nacheinander, da ich jetzt auch gerne hier mal wieder Abwechslung nehme. So, was spielen wir denn? Luftwaffe. Turniersieger. Ich meine, das ist nur Luftabwehr, ne? Und ich bin Luftwaffe. Na gut, das nehme ich jetzt einfach mal so hin. Ja, so können wir das machen. Wieder so einer von den Spielern, die ganz weit hinten stehen. Also bedeutet, dass die nächste Einheit dann wahrscheinlich so Vulkens und sowas wird, ne? Machst du denn Champion? Nur Zweiter. Nur Zweiter. Improved Stormcaller. Das wäre doch schon mal eine Antwort auf das, was er denn hinten hinstellt, dass mir das, glaube ich, wert. Ja, mal gucken, ob man noch. Also, er hat ja wenig Kleinvieh, ne? Er hat ja nur 2 Modelltanks. Ich habe jetzt 4, 5 sogar. Von da bräuchte ich auch noch nicht viel Anti-Small dagegen. Ich packe jetzt tatsächlich die Kleinen dahin, weil ein Vulken lohnt sich dafür ja offensichtlich nicht. Ne? Und dann kann er sich schon mal da reinballern. Er läuft wieder vor. Von daher muss er von hinten langsam ranlaufen. So, das reicht, glaube ich. Das ist sicher genug. Also ich vermute mal, dass der so 3 Vulkens einplant. Und deswegen ist das ganz gut, wenn ich gleich die Artillerie habe. Will die Marksmen dann nachher tanken am Schluss, wenn die alle tot sind, was ein Vulken ist. Dann kann er von hinten nochmal reinlaufen. Das schadet sicher nicht. Hat er verkauft? Ne, hat er umgestellt. Wespe geholt. Marksmen, Wespe. Hä? Ist der nicht gerade weg gewesen, der Marksmen? Habe ich nur eingebildet? Jetzt geht das wieder mit diesem Wespenmeter los? Fragezeichen. Na gut. Na, ist ja gut, dass ich da nochmal einen Feng geholt habe für hinten. Links fehlt er, aber rechts habe ich nochmal einen zweiten. Im Moment überlege ich halt, Feng Reichweite einfach zu spielen. Die stehen ja alle sehr gut eigentlich für die Fights. Obwohl die ja noch ohne ihren Job machen, ne? Muss man jetzt nicht übertreiben. Hm? 16, 15. Die Arclights haben sich ja geholfen. Also er hat ja Modelltanks am Boden. Gegen mich die Wetten? Okay. Ich weiß nicht, wie das passieren soll. Ich bin noch nicht frisch im Moment. Bild. Also holt auf jeden Fall gleich einen Vulkan, aber er hat noch keine Modelltanks, ne? Also. Ich hole jetzt meine verbesserte Artillerie für seinen Vulkan und hoffe, dass ich das auf der richtigen Seite schon habe. Mal sehen.
Die leveln wahrscheinlich nie auf, ne? Doch, jetzt gleich. Dann kann ich ja schon mal das Schild geben da rechts. Dann wird der schön tanky. Also auf jeden Fall Artillerie dazu und hoffen, dass es die richtige Seite war. Panzer. Improved Sledgehammer. Was ja mein Improved Artillery auch gut gegen, vermute ich mal stark. Er hat das halt gegen meine Tanks geholt. Könnte ich gleich auf mittigen Seawall packen, der dann da reinsplittet. Denn das Heal ja damals geändert, ne? Aber trotzdem 40% mehr Leben und Heal. Die Kleinvieh, also aber es ist ein Fuß Sledgehammer, der hat 6000 Leben fast das Stück, ne? Da kann man sich glaube ich schon dran hochheilen. Direkt gelevelt die Dinger. Hier mit Seawolves wirklich die, ne, am wenigsten Erfahrung. Ich könnte auch einfach jetzt die Luftwaffe holen. Improved Scorpion, okay. Aber das mit dem Schild können wir ja verbessern, oder? Das, wenn wir den so ein bisschen episch machen. Ich bin ja Luftwaffe und er hat jetzt die verbesserten Panzer und alles. Dann ballern der wir jetzt einfach mit den dicken Dingern rein. Er hat auch keine Modelltanks und so. Also gehen wir direkt in die vollen. Dann kann dann hier mittig dann auf die Panzer gleich ballern. Das müsste doch funktionieren. Und dann nochmal gegen die Wespe sowas holen. Links, rechts. In der Mitte kommt wahrscheinlich jetzt auch was dagegen. Null Schaden. Achso, letzte Runde. 11.000, fast 12.000 Leben. Krass, die überleben sogar so eine Salve fast, ne? Natürlich jetzt ärgerlich, dass alles auf die rechte Seite ging, wenn da der Dicke steht. Das war ein übles Timing. Das war ein übles Timing. Das Schlimmste, was er machen kann, wäre jetzt, glaube ich, einen Hacker holen, oder? Für meinen Steeball da rechts. Javelin, Nachschub. Also er hat ja eigentlich noch, ja, die ist ausreichend, die Fluchtabwehr, ne? Also jetzt Wespen spawne, kriegt er, glaube ich, nicht so viel raus. Also ich würde denen jetzt einfach mal Reichweite geben. Ich habe ja eine Menge davon. Artilleriekanone, Feuerrate gegen die Wespen, oder? Glaube, die stehen dann alle da. Die Frage, ob wir jetzt nochmal hier links nochmal einen Crawler zur Ablenkung da rein donnern. Hätte der ja zwei Panzer. Dann wird da reingesplittet. Holt er dafür einen Satellit jede Runde? Weiß man natürlich nie. Der fliegt ja nach rechts, ne? Dann hält man da rechts noch aus. Ja, ansonsten, die kriegt er mit dem Satelliten noch nicht mal tot, die Dinger, ne? So tanky sind die. Aber die stehen so, dass sie alle ineinander laufen, hoffentlich gleich. Das versuche ich gerne eine Runde. Der Wespenspam mit Reichweite. Und, der ist nicht schnell genug, ne, der Marksman. Auf jeden Fall Feuerrate gegen Wespenspam kann man, glaube ich, nehmen. Ist nicht super perfekt, aber ich sollte auch die Panzer töten und kann gegen die Wespen mitarbeiten.
das Headquarter immer so ein super Timing für Huff ist unglaublich. So, jetzt aber. Nein! Oh Gott. Das hätte jetzt schon geholfen, die wegzuputen, hätte ich das Headquarter in dem Moment bekommen, ne? Geht auch so offensichtlich, aber das war wieder super unglücklich. Ja, ne? Also dann nehmen wir den mit, auch den Tank hier. Gegner ein bisschen rätseln lassen, wo ich hin will. Ich glaube, wir können aber jetzt schon diese Overlords hier spielen mit Feuerrate. Da gibt es ja inzwischen genug Targets, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau. Den sollst du mal fett hochleveln. Das macht halt Spaß, aber ich glaube, ich kann den ja auch gleich verkaufen und dann ne, Economy-Spiel machen. Ja, nächste Runde dann vielleicht. Ich will jetzt keinen Kredit dafür aufnehmen. Das wäre wahrscheinlich ein Stück weit übertrieben. Jetzt kommt halt der richtige Boost vom Gegner, ne? Weil er die verbesserten Panzer alle auf Dings getrimmt hat. Und ganz viele Modelltanks hat er inzwischen dazu gepackt. Muss mal gucken, ob meine Fangs damit gleich fertig werden. Ich habe ja schon eine Menge und die leveln langsam. Aber wenn die buddeln, sind die natürlich auch ein bisschen unangenehm zum Abknallen. Auf der anderen Seite stoppen die Overlords ein bisschen früher, was Schutz für die bedeutet. Den Steeball da rechts wahrscheinlich. Der ist natürlich jetzt Tanky hier, ne? Steeballs tanken auch. Also ich glaube fast, dass ein Wespenspawn sich lohnen könnte, weil ich so viele von denen habe und weil die auch so tanky sind. Und gegen Kleinvieh nehme ich einfach weiter die Finisher-Runde versuchen. Nehme ich weiter die Dings, ne? Da, Wespe. Dann holen wir die auch direkt. Schild. Die rollt dann hier vorne hoch mit dem. Links war es ein bisschen knapper, als mir lieb war. Ja. Und dann, wie gesagt, die Fangs vielleicht verbessern. Die scheinen ja ihren Anti-Job da ganz gut zu machen. Ich würde gerne nochmal ein kleines Vieh dabei packen, aber Reichweite ist natürlich auch immer wichtig. Elite-Wespen! Um die epische Reichweite zu bekommen. Na gut, ich habe jetzt Tanky-Wespen oder Elite-Wespen. Keine Ahnung. Also bei mir sollen die ja tanken, damit die Overlords halt schießen. Ne? Ich habe ja genug von denen. Also ich habe halt mit diesen, wie gesagt, ich habe ein paar Tage nicht mehr richtig gespielt und Wespen-Spam ist jetzt absolut populär offensichtlich. Mal gucken, ob ich das jetzt bereuen werde. Es sind schon eine Menge Wespen, muss man sagen. Aber ich habe natürlich auch Reichweiten-Fangs und doppelte Feuerrate und Wespen, die ein bisschen tanken. Ein paar One-Shotte der sogar. Mal sehen. Ist halt jetzt einfach eine Frage, wer mehr Schaden aus dem Tischen kann, ne? Ja,
Aber Tanks waren schon immer sehr gut gegen Wespen. Jetzt vielleicht, wenn die halt nicht geschildet sind. Sieht aber nicht so aus, ob es reicht, oder? Sieht auf jeden Fall knapp aus. Kann mal jemand das Ding da abknallen gerade? Danke. Ich habe immer noch die Adri da rechts. Rechts ist halt noch, liegt noch so ein Dude. Ja, das war das dann. Also Warmspielen hat auf jeden Fall was gebracht, muss man sagen. Aber wie gesagt, dieses neue Wespenmeter, ich verstehe es noch nicht so ganz. Und was hätte er denn gemacht, wenn ich jetzt, die eine war episch, aber ne, es waren ja auch 1000 Wespen. Was hätte er denn jetzt gemacht, hätte ich jetzt hinten einfach da ein Muster mit Luftabwehr aufgestellt. Das wäre noch schlimmer gewesen als die Fangs. Oder hätte den Fangs jetzt meinetwegen Upgrade gegeben. Also ganz blicke ich da noch nicht durch, was da abgeht mit den Wespen. Also jemand hat mal vorgeschlagen, dass das vielleicht getrollt wird gerade von den Leuten, dass ein Streamer das einfach mal macht, ne, und sein Streamer schreibt, dass er nur Wespen macht und dass ein andere sich abgesprochen haben, Discord, ein paar Top-Spieler, dass sie trollen. Aber dann trollen die halt jetzt schon 3 Tage oder so am Stück und so langsam glaube ich, dass sie das ernst meinen. Ne? Ist jetzt nur mein Verdacht. Naja, ich werfe mir heute erstmal weg. Ciao, ciao.